Die exotischen Klassen-Items sind jetzt endlich da und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr sie bekommt und vor allen Dingen, wie ihr sie auch solo farmen könnt. Eine kurze Zusammenfassung, was überhaupt diese Exo-Class-Items sind. Das sind nichts anderes als halt Class-Items, die exotisch sind, aber auch verschiedene Exo-Perks von anderen Exos haben und das Besondere ist, dass es zwei Exo-Perks auf einem Exo sind. Und dazu bekommen wir auch nicht nur zum Beispiel auf dem Hunter-Umhang zwei Hunter-Exo-Perks, sondern wir können auch einen Hunter-Exo-Perk und einen Titan-Exo-Perk bekommen. Denn wir bekommen nicht nur ein bestimmtes Klassen-Item, sondern wir können das halt, wie gesagt, auch farmen und können immer wieder neue Varianten bekommen. Kleiner Haken, wir können das Klassen-Item nur mit Prismatic spielen, aber ich finde, das ist ganz in Ordnung. Ich habe jetzt auch schon einige zusammengefarmt. Und die Worlds, die ich bisher bekommen habe, sind auf jeden Fall ganz nett. Aber ich bin der Meinung, da ist auf jeden Fall mehr drin. Besonders auch, was vielleicht sogar Endgame angeht. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, wie ihr überhaupt die Exo-Mission freischalten könnt. Dazu müsst ihr im Pale Heart in den drei großen Gebieten jeweils den Umsturz abschließen. Und zwar immer komplett, bis der Boss halt gekillt ist. Jedes Mal, wenn ihr den Boss killt, erscheint eine Scharhexe, die von Savatun geschickt wurde. Und die ist irgendwo auf der Map verteilt. Manchmal spawnt ihr auch nicht sofort, sondern es dauert ein bisschen. Aber das steht auch unten links als Text, wenn diese Hexe spawnt. Habt ihr in allen drei Gebieten die Hexen gekillt, müsst ihr wieder Richtung Blüte schauen oder sogar in die Blüte reisen, denn dort gibt es einen riesigen Lichtkegel, dem folgt ihr einfach und ihr landet in diesem Zwischengebiet mit den ganzen Kristallen. Dort gibt es zwei Bosse, links und rechts. Diese Bosse lassen jeweils eine helle Kugel und eine dunkle Kugel fallen. Wenn ihr diesen Boss gekillt habt, beziehungsweise das halbe Leben runtergemacht habt, lassen sie erstmal eine helle Kugel und dann eine dunkle Kugel fallen. Wenn ihr die aufnehmt, müsst ihr die an eine bestimmte Stelle danken. Das wird euch auch angezeigt. Zuerst die eine Kugel, dann die andere. Und dann habt ihr auch schon die Exo-Mission an sich freigeschaltet und könnt sie auch, wenn ihr wollt, über die Map dann anwählen. Ihr müsst sie also nicht jedes Mal so aktivieren, zum Glück. Das Interessante bei dieser Exo-Mission ist auf jeden Fall, dass sie eine Zwei-Spieler-Aktivität ist. Ihr könnt sie nicht alleine machen, aber auch nicht zu dritt. Es ist auf jeden Fall sehr interessant. Kommen wir jetzt zur Exo-Mission. Ihr geht mit eurem Freund dort rein und dort gibt es eine weiße und eine helle Platte. Wenn ihr auch spawnt, wird euch direkt gesagt, ob ihr mit Licht versetzt seid oder mit Dunkelheit. Das ist dann auch festgesetzt für den ganzen Run in dieser Exo-Mission. Ihr müsst euch dann mit eurem jeweiligen Element halt dann auf die Platten setzen. Seid ihr mit Licht ausgewählt oder erfüllt, stellt ihr euch auf die Lichtplatte und mit Dunkelheit halt auf die Dunkelheitsplatte. Die erste Phase ist so, dass es einen dunklen und einen hellen Gegner gibt. Ihr könnt, wenn ihr zum Beispiel hell mit Licht seid, nur den Lichtgegner töten und euer Kumpel nur den Dunkelheitsgegner. Und hier kommt auch schon die Mechanik von der ganzen Exo-Mission ins Spiel. Und zwar wird es immer einen geben, der lesen muss und einen, der das aktivieren muss. Zuerst fängt der Helle an zu lesen. Ihr müsst immer von links nach rechts lesen. Und erstmal sind es zwei Symbole. Die müsst ihr von links nach rechts vorlesen. Und euer Partner muss dann auch diese Symbole, die er dann sieht, abschießen in der Reihenfolge, die ihr vorgelesen habt. Dann geht es zum nächsten Raum. Das ist eigentlich genauso das gleiche, nur halt mit drei Symbolen. Aber hier ist jetzt so, dass halt der Dunkle lesen muss und der Helle muss abschießen. Dann der nächste Raum ist auch wieder das gleiche, nur wieder umgekehrt. Der Helle liest, der Dunkle schießt ab. Und hier sind es halt schon jetzt vier Zeichen. Dann gibt es einen kleinen Jumping-Part. Und wenn ihr den geschafft habt, kommt ihr zu der Tresormechanik. Hier ist es jetzt so, dass ihr erstmal Gegner clearen müsst und dann müsst ihr einen Tormentor killen. Derjenige, der den Tormentor killt, kann diese Knoten anschießen. Hier ist jetzt der Trick dabei, dass ihr immer die gleichen anschießen müsst, die ihr auch gleich seht, die also verbunden sind mit der Mitte. Das müsst ihr dreimal machen. Das sind 9 Knoten, von rechts oben bis nach links oben. Im Uhrzeigersinn zum Beispiel halt 9 Knoten. Zum Beispiel habt ihr den Knoten 1 verbunden, euer Mate aber nicht. Euer Mate hat Knoten 2 verbunden, aber bei euch ist das nicht. Aber euer Mate hat Knoten 3 verbunden und ihr auch. Wenn ihr beide diesen Knoten verbunden habt, wird er angeschossen. Und das muss man an 3 Stellen machen. Und dann ist auch das erste Pyramidenstück aufgeschlossen. Das macht ihr noch weitere 2-mal. Und dann geht es weiter. Dann werdet ihr noch ein bisschen durch die Area gekickt, wo ich sagen muss, es sieht wirklich sehr schön aus. Und dann kommt ihr auch schon zum Endboss. Hier ist es jetzt so, es gibt 2 Endbosse. Der erste kommt und wird erstmal runtergehauen auf einen gewissen Punkt. Dann geht ihr in Sicherheit. Dann hat der Boss
bei sich direkt Glyphen auch wieder stehen und die müssen von oben nach unten gelesen werden. Und hier ist auch wieder so, derjenige, der liest halt und der andere muss es halt in der Reihenfolge, wie es von oben nach unten abgelesen wurde, auch wieder abschießen. Dann kommt der nächste Boss und hier müsst ihr genau das gleiche, nur andersrum machen. Dann sind beide Bosse da. Da müssen beide Bosse runtergemacht werden auf ein Minimum. Dann gehen diese Bosse in eine Art Dunkelheitssäule, um sich zu schützen. Und dann habt ihr links und rechts jeweils auch ein Tresor. Hier ist es echt tricky und da muss man echt schnell sein, denn man hat wirklich wie eine Uhr es aufgezählt. Und hier auch wieder das Gleiche. Ihr müsst diese Knoten anschießen, die ihr beide verbunden habt. Und ungefähr so 5 Sekunden oder so bleiben diese verbundenen Knoten stehen und danach resetten die. Also ihr müsst euch echt schnell beeilen. Aber keine Sorge, es ist jetzt nicht so, dass wenn einmal was angezeigt wird, ihr in diesen 5 Sekunden alle richtigen verbinden müsst, sondern ihr müsst nur insgesamt, auch wenn es immer wieder neu generiert wird, hier Knoten zerstören. Zum Beispiel im ersten Durchlauf wird zum Beispiel gezählt, ich habe 3 verbunden und dann sagt dann der Mate, ja, habe ich auch, wird angeschossen, es wird resettet, ist aber nicht schlimm und dann guckt ihr direkt, sprecht ihr euch ab, wie und wo denn die anderen Knoten verbunden sind. Habt ihr das geschafft? Sind beide Bosse frei? Ihr könnt diese Bosse töten. Und dann habt ihr es auch noch geschafft. Dann werdet ihr auch nochmal eingesperrt und ihr müsst eine Wahl treffen, die aber nicht wirklich entscheidend ist für den Loot. Wenn ihr die Wahl getroffen habt, macht Savathun so ein kleines Spielchen mit euch. Nach diesem Spielchen seid ihr dann dazu befugt, euer Exo-Class-Item zu nehmen. Diese Exo-Mission könnt ihr die ganze Zeit immer wieder spielen und könnt euch euer Exo-Item holen. Oder ihr könnt, das sieht man auch beim Geist, auf dem alten Turm im Bleichen Herz, dort habt ihr nämlich jetzt auch die Möglichkeit, durch das Freischalten des Exo-Klassen-Items in jeglicher Kiste die Chance zu haben, nochmal ein Klassen-Item zu droppen. Das heißt, ihr macht ganz normal zum Beispiel den Umsturz fertig oder ihr setzt euch jetzt einfach 2 Stunden hin und farmt ganz gemütlich mit netter Musik nebenbei und farmt die Kisten ab und es kann wirklich in jeder Kiste spawnen. Also in der letzten Umsturzkiste, in diesen korrumpierten Kisten, in den ganz normalen Kisten, die einfach rumstehen, können diese Klassen-Items wirklich rausdroppen und so habt ihr halt auch die Möglichkeit, das Ding solo zu farmen. Noch ein wichtiger Hinweis, ihr habt bei der Exo-Mission ein Timegate, aber wenn ihr bestimmte Abschnitte geschafft habt, bekommt ihr Zeit wieder drauf. Und vor allen Dingen, wenn ihr beide sterbt, werdet ihr komplett zum Orbit zurückgebracht, ihr müsst dann alles wieder von vorne machen. Ich muss sagen, mir hat die Exo-Mission wirklich richtig Spaß gemacht und ich glaube, ich werde sie auch nochmal ein oder zweimal spielen, aber ansonsten fahre ich gerade die ganze Zeit durch die Patrouille und sammle irgendwelche Kisten ein und höre dabei einfach Musik. Macht auch ein bisschen Laune. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Und ich werde schauen, dass ich vielleicht heute Abend oder Freitagabend live gehe und vielleicht dem einen oder anderen noch helfen kann, diese Exo-Mission abzuschließen. Das wäre es erstmal von mir. Euch auf jeden Fall noch guten Loot und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.